Facebook, Privatsphäre Einstellungen und Datenschutz Teil 2. Mein Name Philipp Sauber, ich bin von der IMAG und Sie schauen website-marketing.ch. Ich habe das letzte Mal über die Privatsphäre Einstellungen im Zusammenhang mit Ihren Inhalten gesprochen. Heute geht es um die Suche nach meiner Person und das Hinzufügen als Freunde. Schauen wir gleich auf Facebook an, weil das Ganze ein entscheidender Faktor im Bereich der Privatsphäre ist. Ich gehe hier wieder auf dieses Zahnrad, wähle Privatsphäre-Einstellungen, komme jetzt hier in den zweiten Teil rein. Da geht es zum ersten Mal um die Suche nach meiner Person. Wer kann ich anhand von meiner E-Mail-Adresse oder Telefonnummer suchen? Da geht es um die automatisierten Geschichten. Also wenn ich zum Beispiel aus Outlook die E-Mail-Adressen importiere und danach suchen lasse, da kann ich alle Freunde von Freunden oder nur Freunde, macht natürlich wenig Sinn, weil die habe ich dann schon, dann finde ich die einfach wieder. Das sind die Freunde meiner Freunde und natürlich meine Freunde, also der zweite Level meiner Beziehungen und dann hier sind alle. Das habe ich auf alle eingestellt, weil ich kann ja, wenn sie dann hier oben drin erscheinen, die ganzen Freundschaftsanfragen, kann ich die immer noch wieder wegdrücken. Nun, hier geht es noch um einen Punkt, den ich kurz erwähnen möchte, und zwar ist das die Suche nach der E-Mail-Adresse. Wenn ich also hier oben im Suchfeld drin bin und eine E-Mail-Adresse eingebe, ich habe hier die von Brian Graf, dann kommt er hier mir in der Anzeige. Das habe ich natürlich dann auch gegeben mit dieser Einstellung. Ein weiterer Faktor ist hier, wenn ich oben rechts auf dieses Schlösschen klicke, hier kommt hier noch der Teil, wer kann mich kontaktieren. Wenn ich mir das anschaue, kommt hier im unteren Bereich drin, wer kann mir Freundschaftsanfragen schicken. Das kann ich natürlich auch eingrenzen, indem ich zum Beispiel nur die Freunde meiner Freunde angebe oder eben alle. Wie gesagt, ich habe das relativ offen. Bei mir sind es alle, wenn ich sage Freunde meiner Freunde, das ist ein bisschen eingeschränkt. Niemand kann ich nicht machen. Ich denke, das geht hier um den ganzen Netzwerkgedanken. Der wäre sonst verloren, wenn mir keiner mehr eine Anfrage schicken könnte. Gehen wir zurück. Der zweite Teil hier drin ist da unten. Möchtest du, dass andere Suchmaschinen einen Link zu deiner Chronik enthalten? Andere Suchmaschinen sind alle außer Bing, denn Bing arbeitet die Microsoft-Suchmaschine zusammen mit Facebook. Und hier kann ich also angeben, ob ich eben in den Suchmaschinen erscheinen soll. Ich habe hier mal nach meinem Namen und Facebook gesucht und dann sehe ich halt hier eben meine Vanity-URL, also meinen Facebook-URL, mit dem erscheine ich bei Google und dieser Inhalt hier, der findet dann noch. Das also, der zweite Teil, hier ging es um die Person, um die Suche nach meiner Person. Ein ganz entscheidender Teil, wollen Sie bei Google gefunden werden mit Ihren Inhalten oder nicht, haben natürlich auch beispielsweise auf Bewerbungsgespräche einen Einfluss, wenn dann Ihr Gegenüber schon alles weiß, was Sie auf Facebook gepostet haben. Das ist also ein ganz entscheidender Teil zusammen mit den Inhalten vom letzten Mal. Würde mich interessieren, wie ihr hier vorgeht, was ihr hier für Einstellungen getroffen habt. Kommentare, wenn ihr hier, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IMAG und Sie haben website-marketing.ch geschaut.